Wir nehmen eure Sorgen ernst. Herzlich willkommen aus Kempten. Ich bekomme ja fast jeden Tag und wöchentlich Anschreiben von besorgten Bürgern, die ihre Probleme schildern, die möchten, dass wir als Abgeordnete tätig werden. Eine Meldung hat mich vorgestern richtig erschüttert. Da hat uns eine Studentin angeschrieben, einen Brief geschrieben, einen ausführlichen. Und sie schildert dort ein Klima der Angst hier an der Fachhochschule in Kempten. Sie traut sich gar nicht, sich an jemand anders zu wenden. Sie sagt, es gibt hier kurz vor der Wahl überhaupt keine Öffentlichkeit für das Thema. Was ist passiert? Am 25. Januar ist hier an der Fachhochschule jemand beobachtet worden, dabei, wie er auf den Damentoiletten sich versteckt hielt, wie er im Smartphone Aufnahmen gemacht hat. Die Studentinnen waren geschockt. Und das war auch nicht das erste Mal. Der Rektor schreibt, dass es im vergangenen Jahr, im Dezember, auch schon Vorfälle gab. Eine genaue Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die unbekannte männliche Person wird aber als südländischer Typ beschrieben und spricht wohl gebrochen Deutsch. Vor 4 Jahren, 2016, gab es sexuelle Übergriffe hier an der Fachhochschule in Kempten. Hier herrscht ein Klima der Angst. Die Studentinnen haben sich deswegen an mich gewendet. Habt ihr davon in den Altmedien etwas gelesen? Habt ihr davon etwas gehört oder im Fernsehen gesehen? Ich denke nicht. Und das ist ja auch der Appell dieser Studenten hier. Bitte bringt das an die Öffentlichkeit, damit auch wieder Sicherheit hergestellt wird und damit auch jeder gewarnt ist davor, wie weit die Sicherheit schon verloren gegangen ist an solchen öffentlichen Institutionen wie an unserer Fachhochschule in Kempten. Ich habe selber Kinder und ich war schockiert, ich konnte es erstmal nicht glauben, aber die Polizeiinspektion Kempten hat das verifiziert, hat es bestätigt. Die Hochschulleitung hier in Kempten, die ich angefragt habe, hat das auch bestätigt und wir haben mit Studenten gesprochen, die genau diesen Vorgang auch geschildert haben. Das hat mich schon erschüttert. Das lassen wir uns nicht bieten, dieses Klima der Angst, wo sich keiner mehr traut, etwas zu sagen. Und die Studentin uns anonym anschreiben muss, das muss endlich aufhören. Die Fachhochschule Kempten oder Kempten insgesamt muss wieder ein sicherer Ort werden. Bitte teilt dieses Video, leitet es weiter, gebt es den Freunden Bescheid. Wenn ihr irgendetwas Seltsames mitbekommt, meldet euch bei uns. Wenn ihr in der Zeitung etwas lest, was ihr anders erlebt habt, an der Schule, an der Fachhochschule, im Krankenhaus, in der Stadt, meldet euch. Wir greifen diese Dinge auf. Wir machen Kempten wieder sicher. Am 15. März, alternative Politik, alternative Stadträte und Kreisräte in den Kemptener Stadtrat und in den Oberallgäuer Kreisrat. Sie sind alle gegen uns, weil wir für euch sind.